Moin moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Bloodborne. Und was habe ich heute für euch vorbereitet? Gar nichts, doch. Wir versuchen nochmal jetzt Janheim zu erkunden. Wir haben ja letzte Folge den Pastor Gaston erledigt. Und es gab ja noch andere Wege, auch erstmal vom Pastor Gaston. Der Weg war ein anderer und wir gucken, ob wir hier noch mehr finden. So, wir haben unsere Stärke ein bisschen erhöht mit den Sachen, die wir da gefunden haben. Aber es gab ja noch andere Wege, die schauen wir uns jetzt mal an. So, also das ist ein ganz guter, nicht der, aber der hier im Rollstuhl sitzt, ist ein ganz guter Quecksilberkugelgeber. Auf jeden Fall verliert er fast immer 4 Stück. Genau, schnappen wir uns. Gut, Fiole. So, jetzt will ich noch mal hier längs. Hier sind zwar die dicken Klöppel gleich, aber... Die können wir einfach entgehen, indem wir hier runterlaufen. So. Ach, hier wollte ich gar nicht längs. Da kommen wir wieder zum Pastor. Da wollten wir gar nicht hin. So, wir wollten ja eigentlich ganz woanders hin. Können wir rein. Nochmal hier hoch. Falscher Weg. Warte. Hier längs. Hier in die Hütte rein. Jetzt hier nach oben. Ob uns keiner angreift. Hier steht, glaube ich, einer im Dunkeln da. Und den legen wir auch gleich den hier hinten in der Ecke. Guck mal, da fehlt sogar noch Blutfiolen. Super, dankend nehme ich die an. Denn die brauchen wir auf jeden Fall immer. Verdammter Fluch! So. Blutfiolen. Also ich bin immer hier runtergesprungen und dann haben wir die Seite erreicht. Hier sind die Werwölfe. Aber hier sind wir noch gar nicht längs gelaufen. Hier ist auf jeden Fall noch ein Gegner. So. Wollten wir hier runtergehen. Es gibt nämlich... Tatsächlich brauchen wir diese. Die können wir nämlich auch zum Werfen benutzen, ist mir mal aufgefallen. Okay, den wollten wir nicht treffen. Eigentlich wollte ich den haben. So, wie ich es will. Na? Gib mir halt. So. Zack. Dieser Move ist eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Weil er einfach sau viel Schaden macht. Und fast immer klappt mit dem Gegenangriff. Oh, wenn wir uns treffen, dann kriegen die aber ganz schön weh, ne? Ah. Sag mal. Gut. Also gucken, was hier passiert. Na guck mal, da hinten ist auch ein Kolosseum oder sowas. Da gehen wir mal hin. Da muss hier keine Gegner kommen. Wir haben keine Gegner. Sehr gut. Okay, wer ist er denn? Ach, scheiße. Gleich noch ein Boss hier, oder was? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Da kippen wir. Hier Schaden machen wir jetzt nicht. Oh, ich kann das einsammeln. Quecksilberkugeln. Oh, perfekt. Passt ja perfekt. Okay. Nein, ich hänge fest. Tatsächlich ist er wirklich hart. Achso, man kann ihn verschiedenartig anwählen. Okay. Quecksilberkugel machen jetzt nicht gerade viel Schaden.
Vielleicht kann man die ja auch in irgendeinem Move stoppen. Guck mal. Nee. Oh, jetzt er. Ah, guck mal an. Das funktioniert auch bei dem. Das ist ja cool. Aber wann? Wenn er zuhaut wahrscheinlich, ne? Versuchen wir mal. Nein. Oh, das klappt gar nicht. Oh. Okay. Eieiei. Das ist ein bisschen härter, wa? Ein bisschen wütender ist er, würde ich sagen. Okay. Oh! Okay. Nein! Er hat echt eine Reichweite, das Viech, da. Oh, okay. Nein! Jetzt haben wir kein Leben mehr. Trifft dann sofort, wenn er kommt. Mist. Wir müssen ja irgendwie hinter ihn kommen. Mist, Mist, Mist. Richtig viel haben wir jetzt nicht mehr zur Auswahl, was wir machen können. Okay, das war's für uns, würde ich sagen. Da sind wir tot. Und Matsch. Oh ja, wir sind tot. Das reicht, guter Mann, das reicht. Hoi, hoi, hoi. Stehen wir mal wieder hier und versuchen, die Klerikerbeske zu erledigen. Nein. Bei jedem Dings versuchen wir jetzt mal zu bekommen. Irgendwie nicht so leicht. Oh, ganz erwischt. Heilen können wir uns auf jeden Fall immer ganz gut. Okay. Oh Mann. Hat aber eine Reichweite, oder? Gar nichts gerade.
okay, da macht er Schaden. Ne? Okay, der haut da gut rein. Oh, man kann ja auch nicht wegkommen, richtig? Oh, jetzt aber. Boah, der trifft einen noch über jeden Schlag. Ah, oh, verdammt, scheiße. Das war dumm von mir, das war dumm. Ach Mann. Ja, wir haben uns erledigt. Wir versuchen das Ganze jetzt nochmal. Ich habe ein bisschen gefarmt, damit ich mal wieder ein bisschen Silberkugeln habe und auch ein bisschen Fiolen voll sind. Also gehen wir jetzt nochmal rein. Ich bin gespannt. Wir haben Öl dabei, wir haben Uhren dabei. Schaden. Und wir können ihn nochmal ordentlich Schaden machen. Jetzt aber schnell weg hier. Okay, versuchen wir nochmal. Oh, oh, oh. Ein Wurfmesser, wie das? Ich könnte da irgendwie so ein... Okay. Okay. Ich muss weg. Ich sehe gar nichts. Das ist das Schlimmste. Um den zu spielen. Mann, jetzt wird er mir gehen. Ich sehe hier nichts. Das ist ein bisschen nervig. Okay, jetzt müssen wir uns irgendwie so wehren. Okay.
nicht mehr viel. Wir könnten sie schaffen, jetzt haben wir aber auch gar nichts mehr zu werfen können. Einen Kieselstein kann ich werfen. Komm hier, fang. Bringt nicht so viel, ne? Okay, komm. Oh, keine. Oh, es gibt doch gar nicht. Yes! So! Mit genug Power und dem Ganzen, was man hat, kann man ihn auch besiegen. Schwertjägerabzeichen haben wir bekommen. Schwertjägerabzeichen. Okay, da vorne ist unsere Lampe. Machen wir hinten mal an. Was ist denn ein Schwertjägerabzeichen? Lass mal gucken. So, gucken wir mal, was das Schwertjägerabzeichen ist. Gibt's hier gar nicht. Da, Segenjägerabzeichen, Schwert. Also ein Schwertkampf. Abzeichen eines von der Werkstatt zugelassenen Jägers. Segen der Kirche. Okay. Gut. Wie durch? Anscheinend nicht, oder? Nö. Aber macht doch nichts. Erstmal haben wir den jetzt besiegt. Das heißt, wir reisen erstmal zurück zum Traum des Jägers. Und verbrauchen mal unsere schönen Echos. Die werden wir schön verballern. Gucken wir mal. So, können wir auf jeden Fall hier bei ihr gut an. Okay. Müsste sie nicht hier irgendwie stehen? Das tut sie nicht. Ja. Hier drin irgendwo? Nicht? In der Werkstatt. Waffe verstärken? Können wir nicht. Die haben wir schon auf volle Punktzahl, wie man sieht. Reparieren können wir die aber auf jeden Fall. Oh. Da brauchen wir nichts reparieren. Können wir das Ding jetzt benutzen hier? Nee. Das hatten wir schon. Hey, wo ist denn die Puppe hin? Ist das ein Bug? Oder ist die jetzt verschwunden, weil wir den Kleriker gekillt haben? Die muss doch hier irgendwo sein. Was mit ihm hier? Er hat jetzt auch nicht so viel. Können ein paar Molotow-Cocktails kaufen, aber wir verballern jetzt kein Geld dafür. Und dafür findet man die Sachen eigentlich häufig. Aber das ist ja komisch, dass sie weg ist. Wir gucken mal ab, vielleicht ist ja eine neue Abzweigung hier irgendwo. Irgendwo jetzt rein kann. Und hier vielleicht die Tür jetzt. Das ist verschlossen. Okay. Das ist schon komisch. Also Hinweise haben wir schon angesprochen. Warum nicht mal machen? Gehen wir mal hier hoch. Da ist sie. Ah. Willkommen daheim. Was wünscht ihr? Hä? Warum stehst du jetzt da? Die Echt lasst mich. So, also werden wir mal meine Vitalität hochpacken. Oder eher die Ausdauer. Ich glaube eher die Ausdauer machen wir auch. Gut, viel mehr können wir auch nicht machen. Leg wohl, guter Jäger. Oh, ich doch runterfallen. So, hier hinten gab es ja auch noch so einen kleinen Iopai. Ich glaube, der kann uns aber nicht so viel. Wir machen nur Quatsch, ne? Oh, kann man nicht so viel machen. Na gut, ja, das war's dann erstmal. Das nächste Mal gehen wir dann weiter in Janem. Müssen uns überlegen, wo wir hin sollen denn. Denn ich habe jetzt keine weitere Tür oder eine Öffnung gesehen, wo wir hätten längs gehen können. Aber das sehen wir dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.